dumm im Dorf rumlaufen. Ich bin fertig, Papa Schlumpf. Alle verseuchten Pflanzen wurden geschlumpft. Der Schlumpfisator war sehr effektiv. Und er ist auch noch leicht zu schlumpfen. Meine Erfindung funktioniert tadellos. Das habe ich euch doch gesagt. Übrigens, der Schlumpfisator hat noch einiges in petto. Wenn du außerhalb von Schlumpfhausen auf Erkundung gehst, halte die Augen offen. Wenn du mir Materialien mitbringst, kann ich den Schlumpfisator weiter verbessern. Dir stehen noch eine Menge Überraschungen bevor. Ich hab's befürchtet. Sieh mal, was ich finde, Handy. Ja, aber wir haben immer noch eine Menge Schlumpf vor uns, meine kleinen Schlümpfe. Ein paar Schlümpfe aus Schlumpfhausen werden vermisst. Sie wurden zuletzt auf dem Weg zum Damm gesehen. Wir machen jetzt mal ein Spiel. Also ihr macht ein Spiel, ich nicht, weil ich bin ja der Spieler. Aber Vorsicht. Jedes Mal, wenn das Wort Schlumpf fällt, ihr nehmt euch eine Flasche alkoholisches Getränk und jedes Mal, wenn das Wort Schlumpf fällt, ihr wisst schon, ihr seid in 10 Minuten voll. Hallöchen. Gehe zum Damm. Wir gehen zum Damm. Oben ist noch so ein Pflanzengedöns. Hier ist aber nichts, was das wegmachen könnte. Doch, da oben. Warte. Ich gucke. Wie gesagt, innere Monk und so. Aber ich komme da nicht... Ich komme da gar nicht hoch. Kann ich auf die Pflanzen draufspringen? Nee. Na gut, wir gehen zum Damm. Oh, hallo. Was machst du? Das war auch nur ein Spaß, Tom. Ich werde auch hier nicht meine Community dazu verleiten, zu saufen. Was machst du? So weit käme's noch. Vor allen Dingen von einem, der sowieso auch keinen Alkohol trinkt. Hey, wie geht's dir? So weit wird's noch kommen. Nee. Lass mal gut sein. Das war nur ein Spaß. Großer Tag ist da. Endlich kann ich den Schlumpfisator hervorschlumpfen. Ja, schlumpf ihn mal hervor, aber lass bitte die Hose zu. Warum ist wieder ein Paket? Komm ich da irgendwie hin? Ja, hier. Oder? Nee. Heiliger Schlumpf, was ist denn das? Ja, verschlumpft noch mal. Wären Sie auch verseucht. Eine Salve vom Schlumpfisator und die Sache ist erledigt. Ihr seht aus, als müsstet ihr Pestbälle heißen. Hallo, Pestbälle? Oh, böse Musik. Jetzt muss ich hier Gegner besiegen. Hallo, Pestball. Schlumpf. Erfolgreich die Pestbälle vernichtet. Da oben ist auch ein Geschenk. Aber ich glaube wirklich, dass wir hier noch Zusatzsachen kriegen, dann wahrscheinlich, weil hier gibt es ja auch noch so Kisten, die ich nicht aufkrieg oder an. Oh ne, hier komme ich sogar hin, glaube ich. Huh? Aber hier ist zum Beispiel. Na ja, gut. Okay, das Paket haben wir gekriegt. Sehr schön. Oh. Hier diese Kisten, die kriegen, mit denen können wir ja auch noch nichts machen. Kommt vielleicht noch. Erstmal hier runter. Bevor ich da über die Brücke latsch. Na, da schlumpft mir doch einer einen Storch. Das müssen die berühmten Materialien sein, von denen Handy geredet hat. Ah! Wenn ich genug davon sammle, kann er den Schlumpfisator verbessern. Haben wir jetzt alle? Ist hier irgendwas passiert? Nö, ne? Also, Kisten müssen wir sammeln. Wer hätte das gedacht? Yay. Zack.
Mal hier hoch. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. Da ist auch noch ein Paket. Und hopp. Großartig. Komm ich hier hoch? Alle, hopp. Nee. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. Ja, hopp. Dann mach auch hopp. Nee, da will er nicht hoch. Da komme ich auch nicht hoch. Verschlumpft nochmal. Warte mal, hier ist noch Gedöns. Moment. Das wieder auffüllen. Für was sind die Nüsschen? Ach nee, da sind wieder Pilze. Ich check das mit den Pilzen nicht. Darf ich da auch nicht drankommen oder was? An die Pilze? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Müssen die in einer bestimmten Reihenfolge? Check's nicht. Aber vielleicht geht's auch einfach noch nicht. Doppelsprung habe ich keinen. Ich habe nur so ein... Ich kann hier normal hüpfen. Und wenn ich gedrückt halte, hüpft er ein Stück höher. Aber Doppelsprung habe ich nicht. Was ist denn hier? Dann ein Blümchen gepflanzt. Kann mich hier in den Brunnen ersäufen. Nee, geht auch nicht. Oh, was bist denn du? Eine Brücke. Kein Grund zur Panik. Bin schon unterwegs. Ich schlumpfe mich um euer kleines Brückenproblem. Also gut, der Schlumpfisator kann die Verseuchung heilen. Aber vielleicht kann er ja noch mehr. Geben wir dieser Blume einen kleinen Schlumpf. Einen Schlumpf sollen wir ihr geben. Na dann schlumpfen wir mal. Was, cool. Okay. Geht wieder zurück, wenn ich... Du bleibst schön da, wo du bist. Cool. Danke, Hefti. Das Bitte. War ein richtiger Zaubertrick. Ach, das war keine Zaubertrick. Das war Handys neueste Erfindung. Damit kann ich die Verseuchung verschlumpfen. Sieht aus, als könntest du ihn auch benutzen, um uns den Weg freizuräumen. Ja, ganz schön schlumpfig, was? Mit dem Schlumpfisator ist alles möglich. Gut, ich muss los. Ich sehe mal nach, ob am Damm noch Schlümpfe gerettet werden müssen. Wo kommt ein... Achso, das war diese blöde Pflanze für die Pilze da. So, was haben wir hier? Haben wir hier noch irgendwas? Da komme ich aber auch wieder noch nicht hoch. Vielleicht kriege ich den Doppelsprung ja noch irgendwann. Keine Ahnung. Ach nee. Das muss einer dieser Pestlinge sein, von denen ich gehört habe. Der ist ja cool. Er hat einen Pilzkopf. Vielleicht kann ich ja draufspringen wie auf die anderen Pilze. Los geht's. Springe A auf den Kopf des Pestlings, damit er für Heilspray anfällig wird. Und hopp. Uah. Hopp, hopp, hopp. Hey, das Ding sieht aber gar nicht gut aus. Vielleicht sollte ich es heilen. Da hat er sein Mützchen verloren. So, warte. Schön gemacht. Ich find's klasse. Was bist denn du? Verseuchten Herzen aus. Ich heile es. Ein was? Die verseuchten Herzen versperren dir den Weg. Heile sie, um den Weg freizuräumen. Okay, das war simpel. Was ist denn hier? Alter. Spricht dein Gewissen, Hefti. Du musst. Hör auf, herumzuschlumpfen, Jokey. Komm schon, gib das her. Gib mir das Schlumpfi-Talkie. Hallo? Schlumpfi-Talkie? Kannst du mich hören, Hefti? Alter. Bist du das?
Ich kann dich hören. Aber wo bist du? Ah, ich hab das gar nicht gesehen, gell? Warte. Lass mich das erklären. Handy hat vergessen, hier vom Schlumpfi-Talkie zu schlumpfen. Schlumpfi-Talkie. Das ist ein Gerät, das die Kommunikation über große Entfernungen ermöglicht. So können wir in Kontakt bleiben und du kannst uns Informationen weiterschlumpfen. Tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe. Du kennst ja Joki. Er wollte dir einen Streich schlumpfen. Das ist schon in Ordnung, Papa Schlumpf. Ich werde ihm eine Lektion erschlumpfen, wenn ich wieder zurück bin. Aber sowas von erschlumpfen. Sowas, das hier? Ja, ich denke, dass ich hier des Öfteren noch herkommen muss, um an alles ranzukommen, so nach und nach. Es gibt hier so viele Sachen. Warte mal, hier ist eine Brücke. Hier ist eine Pflanze. Hier ist was. Und da komme ich hoch, oder? Oh, warte mal. Kurz warten und weiter geht's. Wir sind schon wieder so Pilze. Alter. Und hopp. Alle hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Hier komme ich nicht rüber, oder? Ich hol mir erstmal den und dann versuche ich's. Oh. 4 von 30. Ah, guck mal, hier ist so eine. Ja, die geht aber in die falsche Richtung. Nein, 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 nein. Da geblieben. Bleibst du wohl? Ah. So, jetzt mal. Das hat mich ja tierisch schnell zu der... Ah, warte mal, da hinten ist so ein... Vielleicht komme ich darüber dann dahin. Ich trau mich nicht. Ist nochmal so ein Teil. Nee, 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 nee. Hier geht's wohl weiter. Ich gehe mal ganz kurz nochmal zurück. Ich muss auch nochmal nach unten. Rektal schlumpfen, genau. Und hopp. Ha! Ich komme hier rüber. Ich habe mich getraut. Hat mir das was gebracht? Nö, ne? Hier komme ich jetzt auf den Pilz. Wo eben war die Perspektive gerade ein bisschen scheiße. Ach du Kacke. Alle hopp. Ha! Ah. So, jetzt gehen wir aber erst nochmal nach unten. Hier sind wieder lauter solche komischen Pilze. Super. In der Zeit kriege ich die nie alle. Oh doch. Nein! Mist! Kacke! War so knapp. Schaff ich. Hier rechts war keiner mehr, gell? Was ist noch einer? Hier. 5. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Nein, ich muss mit denen anfangen da oben. Oh, Mist. Ach, jetzt hat es schon wieder angefangen mit der Zeit. Lauf doch mal schneller! Verschlumpft noch mal. Wo war denn der 7? Nein! Okay. Nochmal. Das schaffen wir.
Bin auch eben nicht gleich losgelaufen. Jetzt schaffen wir es. Einer noch. Ah, ne, no, da drüben ist er. Komm, gib alles. Schaffst du? Ole, ole. Was hat es jetzt gebracht? Ah, hier. Cool. Boah, 36. Danke fürs Gespräch. Hier oben war jetzt so nichts mehr, gell? Ich muss jetzt, achso, da wo ich, ja, hier lang wieder. Hopp. Alle hopp. Und hopp. Und hopp. Komm ich hier rüber? Nein, komm ich nicht. Okay. Mist. Nochmal von vorn. Hopp, hopp, hopp. Alle hopp. Soll ich denn? Stimmt von da hinten dann. Ne, jetzt laufe ich in die falsche Richtung. Hier geht's lang. Und genau, hier muss ich lang. Zack. Ja, hab ich was vergessen? Ja, hier. Hier geht's zum Paket. Guck, guck! Hab's doch gesagt. Da jetzt auch über, weil jetzt eh wieder rund. Nee. Nee, 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 nee. Das ist von der anderen Stelle aus. Oh, top. Hopp, hopp, hopp. Was ist denn jetzt? Dass hier so viele Pestlinge sind, aber ich werde sie mit dem Schlumpfisator heilen. Uah. Alter, sind die aufdringlich. Geh doch mal weg. Aua. Wer bist denn du? Der schießt. Pisser. Tschüss. Haben wir sie alle? So, warte mal hier. Fantastisch. Hä? Da geht's irgendwie hoch. Da oben sind Pakete. Okay, alles klar. Ja. Komm ich noch nicht dran. Muss eh in die Richtung. Hey, sonst noch irgendwas? Hier muss es doch auch irgendwo hier zu dem anderen Paket noch gehen. Zack. Hallöchen. Das abspringen hier vielleicht. Und hopp. Nee, ich komme nicht hoch. Ich krieg bestimmt noch einen Doppelsprung oder so. Wäre jedenfalls schön. Ach du Scheiße, drei. Dreierhüpfer. Hopp, hopp, hopp.
Warte, warte. Es geht doch nichts über einen kleinen Sprung, um zu schlumpfen, dass ich der beste Hüpfer bin. Ja, du bist ein Knaller, bist du. Tach! Hey Leute, wie läuft's denn so? Ah, Hefty, du schlumpfst gerade zur rechten Zeit. Wir schlumpfen es nicht mehr. Was ist denn los? Wir haben ganz friedlich auf dem Damm geschlumpft, als plötzlich ein Samen vom Himmel fiel. Wusch! Sau! Und er begann zu wachsen. Wusch! Und plötzlich sproßte eine seltsame Pflanze. Plopp! Und die hat Fauli geschlumpft. Der hatte in der Nähe geschlafen. Fauli. Puff, plopp, wiss. Das reicht jetzt mit den Soundeffekten. Was ist dann passiert? Naja, wir wollten ratzfatz zum Dorf zurückschlumpfen. Aber wegen der Verseuchung ging das nicht. Zum Glück bist du zu unserer Rettung gekommen, Hefty. Ja, gut, dass du die Gegend mit dem Schlumpfisator dekontaminieren kannst. Also gut, ich rufe Papa Schlumpf mit dem Schlumpfitalki. Er kommt euch mit einem Storch schlumpfen und bringt euch nach Schlumpfhausen zurück. Ich gehe so lange Fauli retten.